Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ja, heute möchte ich mit euch über das Thema Early Bird sprechen und warum ich Early Bird so mag. Los geht es nach dem Intro. Ja, hallo meine Lieben. Wie schon im Vorspann gesagt, ich bin ein Early Bird und gerade als ich dieses Video drehe oder in diesem Moment ist es 5 Uhr morgens. Moment, damit ich euch auch nichts vorflunker. Es ist 4:59 Uhr. Dementsprechend bin ich ein Early Bird. Das heißt, ich stehe morgens um 3:40 Uhr auf. Doch warum mache ich das Ganze und was hat das überhaupt für einen Sinn für mich? Und wie kannst du das in deinem Alltag mit einbinden? Ja, bei mir ist es so, ich habe eine Zeit lang oder bin immer noch in Chris Mikos 5am Club. Eine Zeit lang ging sie dort jeden Morgen um 5 Uhr live und hat eben halt über ihre Themen, über ihre Business-Themen gesprochen, was so anliegt. Wir haben zusammen den Tag geplant und. Gut, jetzt ist es mittlerweile so, dass sie nur noch montags online geht, aber das ist halt so. Die Gruppe ist ja weiterhin da. Was macht mich zum Early Bird? Also ich habe selber auch eine WhatsApp-Gruppe, wo morgens, oder was heißt morgens, wo wir eben halt ein paar Mädels sind, die morgens früh aufstehen, um eben halt etwas zu schaffen. Ich habe mir überlegt, okay, was willst du morgens eigentlich schaffen und warum willst du morgens früh aufstehen? Ist das irgendwie ein Trend? Muss man den mitmachen oder was ist der Sinn der Sache? Also habe ich das mal für mich reflektiert. Wenn ich überlege, dass ich morgens um 8 am Schreibtisch sitze und bis roundabout 14 Uhr arbeite, um eben halt nachmittags für meine Kinder da zu sein, bleibt einiges an administrativen Dingen auf der Strecke. Wie ihr nun schon mittlerweile wisst aus meinen anderen Videos, bin ich virtuelle Assistentin sowie Coach und Berater im Bereich Kundengewinnung. Das heißt, ich habe natürlich eine Kernarbeitszeit und habe in diesem Zeitpunkt natürlich auch meine Kerntätigkeiten. Und Kerntätigkeiten sind immer die, wo ich quasi präsent sein muss. Das heißt, ich muss telefonieren, ich muss für den Kunden ansprechbar sein und so weiter und so fort. Deshalb bleiben einige Dinge wie Rechnung schreiben, Rechnung ausbuchen, neue Videos drehen, also themenbezogene Videos. Ihr wisst ja, ich mache unter der Woche Vlogs und jeden Samstag um 14 Uhr kommt aber nochmal ein Themenvideo. Ja, und diese bleiben eben halt einfach auf der Strecke, wenn ich nicht mir dafür Zeit einräume. Natürlich könnte ich jetzt auch sagen, okay, shit happens, ich mache das alles abends, gehe halt dann um 12 Uhr ins Bett, dann ist das so. Wie das bei dir ist und ob du eine Nachteule bist oder ob du ein Early Bird bist, das musst du natürlich für dich selbst rausfinden. Aber bei mir ist es so, ich stehe gerne um 3:40 Uhr auf, weil dann schläft dieses Haus noch. Das heißt, meine Kinder sind noch im Bett, mein Mann ist noch im Bett, mein Handy ist ruhig, weil es kommen keine E-Mails, es kommen keine Anrufe und so weiter. Was abends eben halt schon mal der Fall sein kann, dass wenn man um 22 Uhr auf der Couch sitzt bzw. am Schreibtisch sitzt, dass dann nochmal eine E-Mail reinflattert. Und deshalb habe ich diesen Weg für mich gewählt, morgens einfach früh aufzustehen. Darüber hinaus habe ich dann halt auch so diese Morgenfrische. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn die Sonne morgens aufgeht, mit einer Tasse Kaffee auf der Terrasse sitzen. Gerade jetzt im Sommer finde ich das super, super angenehm, wenn die Vögel zwitschern und ich eben halt ja mit meinem Kaffee auf der Terrasse sitze und gucke, wie die Sonne aufgeht. Ja, gucke, wie die Sonne aufgeht. Genau. So, und deshalb bin ich so gerne ein Early Bird. Ich könnte dir natürlich jetzt erzählen, dass die ganzen erfolgreichen Menschen das machen und dass sie deshalb früh aufstehen und ihre Morgenroutine machen. Ja, Bullshit. Wir haben nichts davon, wenn die ganzen erfolgreichen Leute wie Mark Zuckerberg und Steve Jobs und so weiter das immer gemacht haben und es zum Teil heute noch machen, sondern das muss ganz allein von dir selbst kommen, diese Motivation. Es ist kein Trend, es ist einfach eine Sache, die von dir aus kommen muss, ob du es letztendlich willst und was du viel Mehrwert davon hast. Das heißt, überlege dir, ist es was für mich oder bin ich eher der Typ,
Nö, ich stehe lieber morgens um 6 oder 6:30 auf, das reicht mir völlig und arbeite dafür lieber abends. Oder bist du der Typ, der sagt, ja, finde ich total spannend, dann kann ich morgens nämlich mein Yoga machen, dann kann ich morgens laufen gehen, dann kann ich morgens mein Dankbarkeitstagebuch schreiben, mein Gedankentagebuch, kann in Ruhe meinen Kaffee trinken oder den Haushalt machen, was auch immer. Also überlege dir, was zu dir passt. Ich persönlich mag es gerne, morgens aufzustehen und deshalb gab es eben halt auch dieses Video von mir. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, du dazu Fragen hast, wie auch immer, schreib mir das einfach in die Kommentare. Ich hoffe, dir hat das ein bisschen Mehrwert geliefert, um darüber nachzudenken, ob du eher Early Bird bist oder die Nachteule. Und falls du Lust hast, in meine WhatsApp-Gruppe zu kommen, weil du auch ein Early Bird bist, dann schreib mir einfach eine Nachricht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, eure Sani. Ciao!